Profil Podcasts. Nach all dem, wie die Stimmungslage derzeit ist, sollte man nicht darauf vertrauen, dass es nicht wieder eine Regierung schwarz-blau oder türkisblau geben wird. Jedenfalls hat das niemand ausgeschlossen. Profilherausgeber Christian Rainer. Ich habe in dieser Woche über die Septemberwahlen geschrieben, also die Nationalratwahl, die vermutlich Ende September stattfinden wird. Das ist ein wenig früh und dann dennoch nicht. Es gab ein wenig Kritik daran in den sozialen Medien. Shitstorm war es nicht, nämlich deshalb, weil ich da Dinge prophezeien würde und damit jenen, den ich schon jetzt zum Wahlsieger des Herbstes erkläre, vielleicht draufschreiben würde. Wir sind ein unabhängiges Nachrichtenmagazin und es liegt uns natürlich fern, irgendjemanden rauf oder runter zu schreiben. Aber die Wahrheit wird man wohl schreiben dürfen, egal um wen es geht, um Sebastian Kurz oder ob es in der Vergangenheit um Kreis gegangen ist, um Graz, um Zilk, um Andrusch. Ich habe geschrieben, dass ich Sebastian Kurz für den Wahlsieger im Herbst halte, dass er wohl an die 35 bis 40% bekommen werde. Der Leitartikel wurde am Freitag geschrieben. Inzwischen gibt es mehrere Umfragen, die ÖVP bei 38% derzeit für Nationalratswahlen sehen. Die SPÖ hat stark verloren, die FPÖ nicht so stark, wie man glauben sollte. Und die Grünen und die Neos sind stark. All das steht auch in diesem Leitartikel. Kann sich bis Herbst natürlich noch sehr viel ändern. Aber es ist relativ klar, was da passiert ist. Wenn man so auf die Straße geht, egal wo es ist, sei es im Bobo 7. und 8. Bezirk oder im 1. Bezirk in Wien oder auch am Land, man bekommt relativ wenig von dem Ibiza-Video zu hören. Da ist zwei Wochen später schon die Aufregung ziemlich abgeflacht. Die Aufregung dreht sich vor allem um die Frage, warum hat die SPÖ jetzt dieser Regierung, diesem Bundeskanzler, das Misstrauen ausgesprochen? Das ist doch etwas eigenartig angesichts eines Videos, das seinesgleichen sucht und seinesgleichen nicht findet, jedenfalls in keiner westlichen Demokratie, auch nicht in Italien oder in den USA mit Donald Trump, wie manche E-Mail-Schreiber oder auch auf Social Media angemerkt haben. Das hat noch eine ganz andere Qualität für eine Regierungspartei. Dennoch, die Aufregung bezieht sich eher auf die Sozialdemokratie. Der Sozialdemokratie ist es nicht gelungen zu erklären, was da in dieser Regierung passiert ist, dass das eine Regierung war, die Sebastian Kurz gebildet hatte, auch wenn er damals im Jahr 2017 vielleicht keine andere Möglichkeit hatte, dass er da jemandem vertraut hat, vor allem auf Kuschelkurs war, mit jemandem, mit der FPÖ, mit Heinz-Christian Strache, auch mit dem Clubobmann Gudenus, mit jemandem, dem er nicht kuscheln sollte. Das ist der SPÖ überhaupt nicht gelungen. Es gab einen schauderhaften, schaurigen Auftritt der Parteivorsitzenden mitten in der Nacht vor dunklen Gestalten, hat erinnert an ein Gruselkabinett. Furchtbar einfach. Die Inszenierung war schlecht, die Message war schlecht. Also statt, dass man hier jetzt im Triumph sich zeigt gegenüber einer gescheiterten Regierung in der Sozialdemokratie, indem man darauf hinweist, was die eigenen Ziele sind, indem man sich selbst als stark zeigt, war man irgendwie gar nicht vorhanden oder schlecht und bekommt jetzt auch noch den Shitstorm oder aber eben schlechte Umfrageergebnisse, weil man diese Regierung gestürzt hat. Die FPÖ hat ein wenig verloren, viel weniger als sie sollte, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen, nach einem Video dieser Art, wo es ja doch um den Parteichef, der über rund 15 Jahre die Partei geprägt hat, geht und um den Clubobmann. Die FPÖ ist jetzt noch immer bei 17-18% gewesen bei der EU-Wahl und liegt eher um die 20% bei den Umfragen. Und im Herbst wird sie nicht so abgestraft werden, um dieses komische, nicht deutsche Wort zu verwenden, wie man es eigentlich erwarten würde. Die Grünen sind stark, profitieren natürlich jetzt von der Schwäche der Sozialdemokratie. Die Neos sind so stark, wie sie waren. Womit man für den Herbst irgendwie sagen kann, Sieger dieser eigenartigen Regierungskrise, die nicht verursacht wurde von Sebastian Kurz, wo er aber Verantwortung trägt. Der Gewinner wird Sebastian Kurz sein. Es gibt ja wohl überhaupt keinen Zweifel daran, dass er wieder Bundeskanzler werden wird, dann Ende des Jahres irgendwann. Vermutlich wird es sich ausgehen mit den Neos und den Grünen oder auch nur mit den Neos. Wenn nicht, nach all dem, wie die Stimmungslage derzeit ist, sollte man nicht darauf vertrauen, dass es nicht wieder eine Regierung schwarz-blau oder türkisblau geben wird. Jedenfalls hat das niemand ausgeschlossen, weder Sebastian Kurz noch die derzeit Verantwortlichen, also Norbert Hofer in der FPÖ. Also sehr früh eine Wahlprognose, die etwas eigenartig anmutet, weil sie a. früh ist und weil sie
B nach diesem Video nach Ibiza Gate eigentlich anders aussehen sollte, als sie aussieht. Wetten Sie gegen mich, ich glaube, ich werde recht haben.